Moin Moin und Hallo, hier ist Christina Maria. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Heute gibt es erneut ein vegetarisches Aldi-Einkaufshaul von mir. Also, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr einkaufen sollt, worauf ihr Hunger habt, was ihr essen sollt, dann Zettel und Stift gezückt und aufgepasst und notiert. Wir legen gleich mal los, wie ihr es gewohnt seid, immer auch mit Preisangaben. Als da wären eine Flasche Mineralwasser. Damit fange ich immer an, ha? Zwei Flaschen Mineralwasser und drei Flaschen leckeres, feinstes Mineralwasser mit Kohlensäure für 19 Cent mit jeweils 25 Cent Pfand. Weiter geht es mit einem Liter fettarmer Milch. 1,5% für 72 Cent. Dann, das war in der Werbung, Cerealisto. Gut, jetzt könnt ihr mal selber überlegen, an welche Marke euch das erinnert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Riegel bei Ballisto drin sind, wie viel Gramm. Hier sind jedenfalls 9 Riegel da, 18,5 Gramm gleich 166,5 Gramm drin. Und es hat gekostet 1,39 Euro. Das ist auf jeden Fall sehr viel günstiger als die normalen Ballisto. Die Sorte ist einfach Milchschokolade, weil ich das mit den ganzen, mit dem ganzen Gedöns und Kladderadatsch gar nicht so sehr mag, sondern einfach nur die Cerealien mit Schokolade. Dann gibt es wieder ein leckeres Vollkorntoastbrot, 3-Korn-Toast. Ja, das ist teuer, das ist teuer, das ist teuer. Das kostet mittlerweile, wo haben wir es denn? 69 Cent für das kleine 500 Gramm. Ich erinnere mich an bessere Zeiten, wo das Toastbrot günstiger war. Dafür dann wieder was aus dem Angebot. Frau Antje, ich kenne das eigentlich nur als Käse. Frau Antje bringt Käse aus Holland. Jetzt bringt Frau Antje beste Butter von Aldi. Und die war für 1,39 im Angebot. Butter ist ja sowieso gerade sehr teuer. Butter, Käse, das alles Milchprodukte. Ebenso sind Tomaten teurer geworden momentan. Entweder ist die Saison vorbei oder aber, was auch bei mir im Garten passiert ist, es ist einfach eine ganz, ganz schlechte Ernte gewesen. Ich habe mich daher für diese kleinen Cherry-Tomaten entschieden aus Spanien. Die sind zwar ja, auf den Kilopreis gerechnet teurer, aber ich hatte keine Lust, mehr als 1 Euro für Tomaten auszugeben. Und die haben, also Cherry-Dattel-Tomaten, 95 Cent gekostet, da ich sowieso nicht so viel brauche und die anderen auch irgendwie nicht so schön aussahen. Heute mal die. Dann noch was aus dem Angebot. Eine Tüte Crack. Crack. Cracker. 200 Gramm für 79 Cent. Die waren im Angebot. Und diese Geschichte gibt es auch nochmal als Sesamvariante, auch für 79 Cent im Angebot. Dann der gute Küstenkäse, 200 Gramm für teuer, 1,99. Ja, bei Käse müsst ihr momentan echt gucken. Bloß keine Markenprodukte kaufen und immer gucken, wie viel Gramm drin sind, dass ihr halbwegs noch was für euer Geld bekommt. Und ja, der vegane Käse ist zwar eine gute Option, aber leider noch viel teurer. Und hier gibt es derzeit so maximal 1-2 Packungen Käse die Woche, mehr nicht. Und ja, müsst ihr halt gucken. Also heute der Küstenkäse, der ist irgendwo zwischen aromatisch und kräftig. Ich mag ja gern den Stinkekäse, den kräftigen, den aromatischen und daher diese Wahl. Dann, ja, das ist scheiß teuer, aber das muss ab und an mal sein. Ihr
ihr wisst ja, der Vegetarier an sich, der steht absolut auf Hackfleisch. Alles wird aus Hack gemacht, ne? Um mal ein Lied zu zitieren. Das ist das Wonder Hack. Ein denglisches Hackfleisch. Es ist vegan und es ist echt geil. Es ist lecker. Es ist, ihr könnt das verarbeiten im Prinzip wie normales Hackfleisch. Und wenn ihr da eine schöne Bolognese zu macht und Spaghetti, ich schmecke einen Unterschied. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor 12 Jahren oder so Fleisch gegessen. Aber ich kann mich an den Geschmack noch super gut erinnern. Ich schmecke keinen Unterschied. 2,49, ne? Für 230 Gramm. Das ist schon frech, weil ich bin der Auffassung, es ist kostengünstiger herzustellen als Hackfleisch aus Tier. Ihr müsst mal überlegen, wenn ihr tierisches Hackfleisch kauft, dann ist das ja nicht nur das Hackfleisch selber. So ein Tier muss ja auch gefüttert werden. Das muss im Stall oder auf der Weide stehen, je nachdem. Braucht auch vielleicht mal einen Tierarzt. Das hat nicht so schöne Lebensbedingungen, überhaupt nicht schöne Lebensbedingungen. Das wird ja schließlich auch nicht zu Tode gestreichelt am Ende. Ne? Also eigentlich wäre das ziemlich geil, wenn man mal diese ganzen veganen Fleischersatzprodukte, denn die Leute mögen das, die Leute kaufen das auch, wenn man die mal preiswerter machen könnte. Dann würden weniger Leute Tiere essen und dann, naja. Dann geht's mal weiter. Der Hamburger an sich, ne? Der ernährt sich ja laut Klischee von Fischbrötchen und Franzbrötchen. Ja, ab und an noch ein Lapskaus, ne? Aber ein Fischbrötchen und ein Lapskaus habe ich jetzt hier nicht für euch. Dafür aber, und das habe ich tatsächlich noch nie gekauft von Aldi, ein Franzbrötchen. Also natürlich habe ich schon Franzbrötchen gekauft, aber noch keins von Aldi aus dem Backshop. Mal sehen, wie das ist. Und dann ist hier noch ein leckeres Nuss-Nougat-Croissant. Das gibt es nachher zum Kaffee. Und die haben gekostet, ich glaube, beide gleich viel. Ja, beide jeweils 69 Cent. Das ist okay. Man weiß ja heutzutage beim Bäcker auch nicht mehr, ob das nicht irgendwie aus der Großbäckerei kommt oder wie auch immer. Für ein frisch gebackenes Croissant oder ein frisch gebackenes Franzbrötchen kann man natürlich auch mal mehr bezahlen. Aber für so ein Ding aus dem Backshop, nö. Der Preis geht klar, aber mehr dürfte das auch nicht sein, finde ich. Könnt ihr natürlich gerne anderer Meinung sein, aber ich finde, das reicht. Dann wieder was aus dem Angebot, was mich sehr gefreut hat. Die waren ja mal eine Zeit lang, vor ein paar Monaten, richtig teuer. Diese schönen Paprika, 3 Stück an der Zahl, 500 Gramm, haben 99 Cent gekostet. Da habe ich natürlich sofort zugegriffen, denn Paprika sind lecker und gesund. Wo kommen sie her? Sie kommen aus den Niederlanden. Ja, gar nicht mal so weit weg. Das geht klar. Und es gibt mal wieder Kartoffelpuffer. Frisch aus dem Kartoffelpuff. So, 1,19 Euro für 600 Gramm, 10 Stück. Das ist völlig in Ordnung, finde ich. Dazu ein schönes Apfelmus. Apfelmus bei Aldi kostet für, ich glaube, 500 Milliliter 59 Cent. Also 59 Cent und 1,19 und davon werdet ihr pappsatt. Und bei Leuten, die nicht so viel futtern, reicht das sogar für 2 Personen. Also das ist wirklich ein Tipp für ein preisgünstiges Mittagessen, wenn ihr mal keine Lust habt zu kochen, weil die Dinger haut ihr in die Pfanne und dann ist gut. Wenn ihr keine Lust habt, irgendwie selbst was Vernünftiges zu kochen oder keine Zeit, gibt es ja auch, dann ist wirklich Kartoffelpuffer mit Apfelmus ein schöner Tipp. Die hier, Tropfen, die hier Tropfen, die hier kosten auch 1,19. Mediterrane Wedges, das sind 750 Gramm und die sind sehr lecker und vegan. Na? Und klimaneutral, falls das irgendwen tangiert. Klimaneutrale, vegane
Kartoffelspalten 750 Gramm für 1,19. Ich finde den Preis echt okay. Dann bleiben wir bei Tiefkühl. Das muss jetzt gleich alles mal in den Gefrierschrank. Eine vegetarische Gemüse-Lasagne. Sehr lecker für 1,39 €. Und sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Eisbergsalat oder nicht Eisbergsalat. Der hatte einen halbwegs akzeptablen Preis, deswegen habe ich ihn mitgenommen und er ist lecker und kostet... Wo steht er denn? 89 Cent. Ne? War's das? Hier ist leer. Hier ist leer. Ach nee, hier ist noch was. 1,19 €. Scheiblettenkäse. Das muss ich euch mal zeigen, weil das Design wurde ja geändert. Ne? Ihr erinnert euch, Scheiblettenkäse war ja früher in so einer Plastikhülle und dann war jede Scheibe einzeln verpackt und das kommt so bio, öko, umweltbewusst daher in der Pappverpackung. Aber ich mach's mal auf. Die Scheiben sind trotzdem noch einzeln verpackt. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich kenne ehrlich gesagt keinen Scheiblettenkäse, der nicht so verpackt ist. Außer diesem Cremeschmelzkäse, aber den mag ich nicht so. Ne? Wisst ihr Bescheid, wie die aussehen. Ich denke, das war's jetzt wirklich. Insgesamt ausgegeben habe ich 20,74 €. Aber wir haben hier mehrere Mittagessen, müsst ihr überlegen. Also Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Apfelmus habe ich noch. Dann das Wonderhack, das Vegane. Dazu gibt es dann Spaghetti und ja, irgend so ein Fixtütchen für Bolognese. Dann die Wedges. Dazu gibt es dann wahrscheinlich die Paprika. Oder beides einzeln, weiß ich noch nicht. Na, dann haben wir hier die Gemüselasagne. Dann haben wir Sachen für belegte Brote. Also es ist schon... für ein paar Tage was dabei. So ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig beim Schreiben eures Einkaufszettels inspirieren. Geht doch mal wieder vegetarisch einkaufen und ich schicke euch zum Abschluss noch ein wenig Veggie Power durch die Kamera. So, jetzt seid ihr vegetarisiert. Wenn das doch alles so einfach ginge. Na gut, ihr Lieben, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Miau.